Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für Montag, den 24.07.2023. Und unser DAX hat am Freitag nicht viel geschafft. War beschäftigt mit der Löwensucher. Wir sehen hier übrigens den abgebildeten Löwen. Ja, wer was anderes anzweifelt, der wird gleich erschossen. Wir sehen nämlich markant rund abgerundete Ohren. Wir sehen ein schönes goldgelbes Fell. Und zweifelsohne ist das der Löwe, der in Deutschland gesucht wird und weswegen unser DAX hier nicht von der Stelle geblieben ist und in sich jetzt einen Bau versteckt hat. Denn unser DAX ist ein kleines Lebewesen, was auch gefressen werden kann von böse Löwe, wollte ich schon sagen. Wolf wollte ich schon sagen, Löwe meinte ich. Jetzt haben wir hier Tagesschluss 1,77 bekommen, das heißt, wir sind im Bewegungsbereich der letzten Tage eigentlich geblieben. Klassischer Inside Day. Keine neuen Signale gesetzt oben, keine neuen Signale gesetzt unten, überrascht und nicht. Die ganze letzte Woche war ziemlich wurstig, ganz schön jetzt hin und her gewesen. Uns fehlt weiterhin hier unten mal irgendwie so ein schöner Abschluss, noch ein schönes, schnelles Tief, bevor er oben raus rennt, wie ein Bekloppter. Uns fehlt hier oben ein weiteres Hoch, damit wir ein Weiten des Dreiecks setzen können. Und damit kann man eigentlich komplette letzte Analyse nochmal verwenden, denn was haben wir gestern gesagt? Gestern haben wir gesagt, er könnte nochmal hoch Richtung 1,70, 1,80, dort dann runterdrehen, hier nochmal reinschwingen in die 16,50, um hier gegebenenfalls auch das neue Tief noch auszuprobieren. Da steckt er eigentlich noch so halb drin und deswegen würde ich sagen, wenn er am Montag jetzt nicht überraschend über 2,30 rausrennt, dass wir durchaus einplanen sollten, dass der vielleicht hier jetzt wieder ein bisschen zurückrudert, so unter die 16,100 guckt. In aller Ruhe, ja, vielleicht reicht das für den ganzen Tag auch schon. Wenn er ein bisschen mehr machen will, darf er gerne noch in die 16,50 reinlaufen. Und dann wäre dort nochmal ein kleiner Entscheidungsbereich, ja, von dem kleinen Doppeltop weg, wäre das ja das Ziel, das hat man so gesagt. Sollte hier einmal noch 16,71 abholen, dann hier unten auf die 16,50. Und wenn er die dann aufgibt, dann wäre hier nochmal denkbar, dass wir unter die 16.000 einmal drunter knallen. Das fehlt nach wie vor. Und soweit die untere Perspektive, wenn wir abwärts rutschen, das sind die Bewegungspunkte, wo ich hingucken würde. Auf der Oberseite, wie gesagt, ist die 2,30 eigentlich elementar wichtig. Stoßen wir uns von dort wieder ab, könnte sich ein steigendes Dreieck ausbilden. Überwinden wir die 2,30, macht es sich nach oben Platz frei Richtung 2,70 und 3,40 insbesondere hier, wo der Gap bloß noch offen ist. Und eben auch hier oben am alten Hoch bei 4,27. Die Linie, die ihr hier im Chart seht, die bremst uns momentan dann aus bei 300, 310. Deswegen würde ich vielleicht oberhalb von 2,30 versuchen, Richtung 2,70, 3,40, 3,10 mich zu bewegen. Ja. Und bleibt er hier unten. Ich glaube, dann klemme ich mir den. Könnte man versuchen, mit Seitwärtspattern ein bisschen was zu machen. Vielleicht sogar ein bisschen abwärts traden, wenn er den Schwäche zeigt. Ja. Aber ich glaube, der Freitag war auch, also wir haben früh schon im ersten Update geschrieben, das kann man sich bestimmt klemmen, was da jetzt am Freitag kommt. Ich glaube, das hat es ganz gut getroffen und ich erwarte vom Montag nicht allzu viel mehr, außer wir blitzen uns über die 2,30 drüber. Ich könnte mir vorstellen, dass er dann genug Überraschungsmomentum reinbringt, um hier ein bisschen gezogen zu werden. Er sollte aber auch bloß wieder scheitern hier oben in dem Bereich und abtauchen. Dann geht es nochmal zurück, wahrscheinlich nicht ganz so tief, wahrscheinlich erstmal nur so 1,30, 1,40. Ja, weil dann wird er probieren, hier das steigende Dreieck zu spielen. Und wenn er das kaputt macht, geht es aber auch bloß wieder hier unten Richtung 16,100, 16,50. Das heißt, so gewissermaßen ist alles drin, alles möglich. Das ist halt eine Seitwärtsrange. Da sollte auch das Ergebnis einer Analyse sein. Ja, dass wir auf beiden Seiten momentan hin und her schwingen. Wir haben eine obere Begrenzung, wir haben eine untere Begrenzung. Die beiden Begrenzungen sind klar. Dazwischen kann sich der DAX nahezu willkürlich auch bewegen. Ja, es ist hilfreich, dort dann immer mal ein bisschen mit Oszillatoren zu arbeiten und sowas, dass man einfach ein bisschen guckt, wann ist er überkauft, wann ist er überverkauft und dann die Signallage dort mitnimmt, denn Ausbruchssignale, Pattern und so weiter bedient er halt in so einer Bewegungsphase nicht. Ne? Das ist ganz klassisch für Seitwärtsphasen. Ja, Freunde, mehr kann ich hier erstmal nicht mitgeben. Wollen wir nur abwarten, bis sich hier wieder auf der Ebene raushaut oder auf kleineren Timeframes was suchen. Ja, aber hier kann ich jetzt nichts Neues rausanalysieren, solange der DAX nichts Neues macht. Ne? Solange der jetzt hier im Muster bleibt und eher kleiner wird, kann ich keine neuen Erkenntnisse dem entnehmen. Ja, das geht nicht. Also von daher wünsche ich euch wieder Erfolg am Montag, gutes Gelingen und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.